Moin und willkommen zum neuen Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Hier ist das iPad Pro 2024 mit dem M4-Chip, die 11-Zoll-Variante. Wenn wir das noch mal reingucken, ist es einen Tag später gekommen. Das ist die kleinste Variante mit 256 GB und dann mit Zellular, aber das kommen wir jetzt im Detail. Erstmal öffnen. Ja, die Plastikfolie gibt es ja schon lange nicht mehr. Ja, das hört sich schon mal gut an. Stellen wir das mal beiseite. Zum iPad kommen wir selber gleich. Auf jeden Fall, das ist deutlich leichter und ich finde das auch gut, dass ich das 11 Zoll Modell bekommen habe. Denn vor fast einem Jahr hatte ich noch das iPad Pro 11 Zoll. Und das ist, wow, das ist schon echt dünn geworden. Aber wir gucken noch mal rein, was es hier so gibt. Ja, leider gibt es nur noch das USB-C-Kabel, zwar geflochten und, was ich schön finde, in der Farbe vom Tablet. Aber das ist ja schon bekannt, dass es kein Netzteil mehr gibt, zumindest in der EU nicht. Ja. Gut, hier ist dann, wie man das einrichtet. Hier ist Face ID in verschiedenen Sprachen. Ja, und was soll ich sagen? Die Apple-Sticker sind nicht mehr dabei. Klar kann man sagen, der Umwelt zuliebe, aber ich finde, ein Sticker hätte dabei sein können. Denn wenn ich abends mal so ein paar Apple-Produkte verkaufe, über Kleinanzeigen, dann werde ich schon mal gefragt, sind die Sticker noch dabei und. Das ist ja eigentlich eine Tradition, aber gut, das soll so sein. Und dann kommen wir zum Tablet selber. Ich bin jetzt schon beeindruckt. Wow, wie dünn. Hier sieht man auch die Antenne, aber das machen wir gleich. Alles in Ruhe. So, ich habe auch extra Mikrofon angemacht. Zusätzlich, jetzt öffne ich das und ich bin jetzt auch still. Wow, iPad Pro. Oh, wow, hier unten ist auch noch eine Antenne, das sind die Anschlüsse, wenn man das, wow, Mann, bin ich begeistert. Also der erste Eindruck, ja, überwältigend, also für mich. Ich habe das iPad Pro 12,9 mit dem M2-Chip. Ja, sehr, sehr schön. Hier sind dann die Lautsprecher, Stereo und hier auch nochmal USB-C-Anschluss. Was ich positiv finde, ich nehme mal meine Staubfinger wieder weg hier, ist, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Hier oben sind die Sensoren jetzt eingebaut und auch die Kamera, dass man im Landscape-Modus schön Face-ID machen kann oder sonstige Calls. Ich würde sagen, ich mache das mal an. Wir gucken uns nochmal die Rückseite an. Ja, ist ein bisschen empfindlich, was ich schade finde. Im Review, da kommen wir dann mal ins Detail ran. Das soll jetzt nur der erste Eindruck sein und ein Unboxing. Aber wir machen das mal an. Wow, ich bin ja richtig begeistert. Sehr empfindlich. Ja, den Apple Pencil Pro habe ich leider noch nicht da, aber das können wir auch separat machen. Ja, es gibt dann die ab 256 GB, 512, die haben nur 8 GB RAM und ab 1 TB, das war schon bei der letzten Variante, 16 GB RAM. Ich finde, hier hat es den größten Sprung gemacht bei dem 11 Zoll,
Denn vorher war das 11 Zoll Pro ja immer nur mit einem LCD-Panel versehen und jetzt hat es auch ein OLED-Panel. Also von daher finde ich das schon ja deutlich besser. Wir wischen mal hier hoch. Wow. Also das ist schon echt beeindruckend. Ich werde das auch einrichten als ein erstmal neues Gerät. 93% geladen. Ich vermute mal, hier muss dann gleich, oh, weiblich, männlich, divers. Das ist schon mal neu. Ja, hier kann man ein Erscheinungsbild machen. Klein, Standard, Mittel, Groß. Wir lassen das jetzt erstmal auf Standard. Das kann man auch im Nachhinein verändern. Wow. Ja, Schnellstart. Hier steht dann auch ohne anderes Gerät konfigurieren. Machen wir doch glatt mal. Und dann richte ich das immer ein. So, es dauert jetzt ein bisschen. Das Aktivieren des iPads kann einige Minuten dauern. Wow, und dann können wir uns aber trotzdem mal genauer angucken. Ja gut, die Uhrzeit ist noch nicht. Ja, gleich ein Software-Update. Wir aktualisieren das auch ganz normal. Ja, akzeptieren wir. Mann, bin ich begeistert. Also das ist schon mal richtig, richtig. Also auch, wenn ich das noch mich erinnere an das iPod Pro 11 Zoll, was ich noch vor knapp einem Jahr noch hatte. Was für ein Gewichtsunterschied. Also das ist spürbar. Gut, klar, wenn das, ich hätte auch gerne das 13 Zoll gehabt, aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin echt begeistert. Ja, jetzt Update-Überprüfung. Man sieht das auch noch an der Uhrzeit. Das stimmt bei mir noch nicht. 18. Mai, das stimmt schon. Das ist alles okay. Da bin ich ja echt gespannt. Ihr könnt auch sehen, das Update läuft noch, aber ich habe mal das iPad Mini der 6. Generation geholt und die Waage. Dann will ich das mal hier rauflegen. Das sind 321 Gramm, das iPad Mini. Und dann lege ich jetzt mal das iPad Pro 11 Zoll rauf. Nur 48 pendelt ein bisschen. Aber wenn ich das so im Vergleich halte, ich hoffe, ihr, dann fühlt sich das iPad Mini schwerer an als das 11 Zoll iPad Pro 2024. Ja, hier finde ich schade, dass es hier für kein Update gab. Oder aber gut, das ist Apples Entscheidung. Also ich bin echt begeistert. Ich halte das mal richtig drauf. Ja, jetzt drücke ich ein bisschen. Mann, bin ich begeistert. Das ist richtig, richtig leicht. So, Update ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Dann wischen wir nochmal wieder hoch. Ja, dann ist es nochmal hier wieder männlich. Fortfahren. Schnellstart. Ja, machen wir weiter. Ich habe damit jetzt noch kein Problem damit. Für mich selber. Das machen wir später. Code machen wir auch mal. So, das habe ich jetzt erstellt. Läuft noch. Nichts übertragen. Also hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten aus dem Backup von einem anderen Tablet, also sprich iPad, Mac oder PC, Android. Wir richten das komplett neu ein. So, jetzt wird das gerade angemeldet. Uhrzeit hat sich aber noch nicht geändert. Nur die Prozentzahl von 93 auf 89%. Mann, bin ich begeistert. Also das ist richtig, richtig. Dies wird dein neues iPad, ja. Ich wollte gar nicht so ein langes Unboxing-Video machen, aber der Eindruck, ja, ich wäre gerne bei diesem Event dabei gewesen. Vielleicht schaffe ich es ja beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen. So, jetzt kann ich meinen Tarif übertragen. Das finde ich auch schön. Das hier gleich Tarif übertragen. Ich habe ja nun im iPad Pro 12,9
eine SIM-Karte drin und im iPad Mini. Wenn ich jetzt hier raufklicke, kann ich auch fortfahren, dann würde das, das können wir aber auch später machen. Überspringen wir erstmal. Später hinzufügen. Das können wir auch später machen. Ja, können wir teilen. Auch. Später. Wir wollen ja mal. Ja, jetzt wird hier schon 80% Ladelimit. Okay. Das wird jetzt hier angezeigt. Konfiguration abschließen. Ja, das ist jetzt wegen Face ID. Das können wir aber auch später machen. Wow, ich bin ja richtig begeistert. Wir wollen uns mal ein HDR-Demo ansehen. So, hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja so Testvideos. Ich will das mal sehen. So, da gucken wir uns nochmal an. Den Sound wollen wir uns ja nicht anhören. Ja, geht gleich weiter, das ist noch die Werbung. Wow, alter Schwede. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Jetzt ist dieses Demo-Video. Ich glaube, das müsste ich denn hier... Ich glaube, das kann man nicht so sehen, aber... Ja, das ist schwer zu sehen. Hier sind die ganzen Sensoren und die Kameras. Ich bin ja richtig, wow. Ich werde das natürlich auch mit dem iPad Pro, mit dem M2-Chip vergleichen. Also ich bin echt begeistert. Ich versuche mal die Spiegelung rauszunehmen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin richtig begeistert. Und dann soll es auch hier wirklich gewesen sein. Und dann werde ich den mal ein bisschen testen und dann ein Review Video darüber machen und vergleichen mit dem M2-Chip. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdi. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdi.